gerade hier in der Mensa und hier gibt es tolle Essensprojekte, wie zum Beispiel Sushi machen oder Kekse backen, und das schauen wir uns jetzt näher an. Gerade am Andreasmarkt, wo etliche Dinge verkauft werden, um Spenden für die Kindernothilfe zu sammeln. Was ist für dich der Andreastag? Für mich ist der Andreastag ein Tag, wo wir Spenden einsammeln können für die, die das Geld brauchen, durch Stände oder einfach durch die Spendenboxen. Ein Tag, wo man natürlich keinen Unterricht hat. Und ja. Also der Andreastag bedeutet für mich eigentlich, dass ich Schülern außerschulisch mal was anderes beibringen kann. Wir werden uns ja jetzt mit dem Künstler Ivy Way beschäftigen. Dafür hat man keine Zeit im Unterricht und ich finde das ganz gut. Ich finde das total toll zu merken, dass jedes Jahr wirklich ganz, ganz viele Schüler und Lehrer bereit sind, Geld zu geben für ein Hilfsprojekt an der Kindernothilfe. Also mir bedeutet er sehr viel. Also es hat was für mich ganz stark mit dem Wesen und der Identität unserer Schule zu tun. Hallo, guten Tag, Elias. Das ist die 8. Andreastag als Direktorin. Freuen Sie sich? Na klar, freue ich mich. Seit wann gibt es ihn eigentlich? Also, das ist ja der Namenstag, ne? Insofern gibt es den Andreastag ja wirklich schon ganz, ganz lange. Aber wir feiern den sozusagen hier an der Schule oder wir begehen den seit den 90er Jahren. Seit 5 Jahren gibt es jetzt auch wirklich dieses tolle Programm, was wir heute haben. Und heute ist es ganz besonders toll. Heute gibt es nämlich 50 Projekte, so viel gab es noch nie. Die Zusammenkunft von allen Schülern dieser Schule, egal von welcher Altersklasse. Also wir haben die 7-Klässler, jetzt sogar noch die 5-Klässler und jetzt um 12er. Wir kommen zusammen und finden sich in Projekten wieder und behandeln ein Thema. Und ja, all die Jahre war es immer so, dass man eigentlich nicht gemerkt hat, wie groß und Altersunterschiede sind, weil in den Seminaren alle zusammenarbeiten und ja, bringt die Schule so zusammen. Auf dem Andreastag gibt es jedes Jahr wieder neue Seminare, immer zu einem bestimmten Thema. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Asien, letztes Jahr war es Afrika. Außerdem werden dort immer wieder Spenden an die bedürftigen Länder gesendet. Ich backe Kekse. Glückskekse. Ich bin gerade im Sushi-Seminar. Also wir machen Sushi und Sommerrollen. Ja, wir können in Ruhe essen und also wir machen unser Essen selbst und essen dann auch davon. Macht Spaß und ist lustig mit ein paar 7-Klässlern zu arbeiten oder ein paar 5-Klässlern als ich als 12er. Macht Spaß. Es geht halt im größten Teil darum, dass wir über den Walfang und über den Haifang sprechen, jeweils die Pro- und Kontraargumente abwägen. Also ich biete immer ein Seminar an, um den Schülern zu zeigen, wo gehen die Spenden hin. Da mache ich das so, einmal, dass ich diese Spendenaktion organisiere. Das zweite, dass ich immer gesagt habe, es ist gut, wenn ein Gast von der Kindernothilfe da war, wie jetzt Frau Wörmann, die dann auch in Pakistan war, also die auch was zu den Projekten sagen kann. Da gibt es so ein Team, das heißt Andreas Team, unter der Leitung von Herrn Brett, und die haben das wirklich super gemacht. Die haben das unglaublich detailliert geplant, ein Jahr lang, und haben deswegen, glaube ich, heute wirklich auch ein ganz tolles Programm auf die Beine gestellt. Das ist in der Tat schon sehr challenging, kann ich nur sagen. Ich bin heute seit um 6 Uhr schon hier, genau wie viele von den anderen, von den Technikern. Ich habe hier eine Liste, wo ich auch immer genau weiß, wann der wo dran ist, was gebraucht wird auf der Bühne. Und dann gucke ich noch, dass das während des Programms gut läuft. Das Programm ist deshalb wichtig, damit es einen guten Startschuss gibt für den Tag und dass das auch noch kulturell so ein bisschen umrahmt wird.